ganz wichtige Papiere drin. Ne? Ja. Da darf nichts von mitmachen. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Also, es waren anstrengende 16 Monate in der Haft. Insgesamt wurde ich einigermaßen gut behandelt, kann ich sagen. Es gab so ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen war das in Ordnung, muss ich sagen. Es gibt natürlich zu der Haftanstalt einiges zu sagen, aber später vielleicht. Ja? Das ist jetzt nicht der richtige Moment. Ansonsten bedanke ich mich für alle eure Briefe und eure Affirmationen, eure Psalmen, die ihr mir geschickt habt, die Gedichte und Bilder, die mir gemalt worden sind. Ich habe aus aller Welt Post gekriegt. Das war wirklich toll. Also die anderen Gefangenen guckten schon immer neidisch, wenn der Postbote kam. Ja. Aber ich habe ihn dann vorgelesen und dann war okay, dann haben sie sich solidarisch gezeigt. Also von den Mithäftlingen, die haben sich komischerweise gestern schon bei mir verabschiedet, als wenn sie was geahnt hätten. Ich habe gesagt, ich glaube es erst, wenn ich draußen stehe, vor dem Gebäude. Da bin ich jetzt. Heinrich gedacht, dass Freiheit sich erneut angefacht. Für die Kraft, die hinter dir steht, die Kraft der Solidarität. Für Menschen nur das Beste im Sinn, für diese Welt ein großer Gewinn. Hat Heinrich mutig Dinge getan, ein Held der Zeit. Gutes voran. Wir sind da, was auch geschieht. Hebt das Licht, dass jeder es sieht. Der Freiheitsruf wird weitergehen, weil Tausende dahinter stehen. La la la. Ich weiß, was einige Mitgefangene, mit denen ich mich ja jetzt 16 Monate beschäftigen musste, sehr daran interessiert waren, dass ich rauskam. Nachdem sie zum Beispiel auch das Buch von meinem Anwalt gelesen hatten, ja, da haben sie noch eine Widmung und Unterschrift reingekriegt und das wird jetzt in der JVA weitergereicht. Und es gibt viele Menschen, die sehr schlimme Taten gemacht haben, die da drin sitzen, aber es gibt auch viele, ja, die mit harten Strafen eigentlich wenig gemacht haben. Ja, und ich hoffe, dass die alle ihren Weg finden, ja, und dass sie bald rauskommen. Ich wünsche euch alles Gute da drüben. Also,
Ich bin so froh, dass so viele Menschen hier stehen und immer hier gestanden haben, uns unterstützt haben. Ich bedanke mich bei euch. Das war so toll mit euch. Ich weiß gar nicht, was ich demnächst mache. Ja, danke erstmal nochmal und danke auch für diejenigen, die hier nicht dabei sein können. Wir danken euch. Heute machen wir uns einen schönen Abend. Ja. Also, das Thema an sich ist ja eigentlich nicht zu Ende. Was mich erstaunt hat, wir haben ja ganz viele Menschen geschrieben, die sich nicht haben impfen lassen, also ganz zum Beispiel Ordensschwestern, die in einem Kloster gelebt haben und gesagt haben, die mussten das bis zum Schluss verheimlichen, dass sie nicht geimpft waren, was besonders hart war. Pastoren, die sich entschuldigt haben für das Verhalten der Kirche, dass in Kirchen geimpft worden ist. Also das fand ich auch großartig. Und ganz viele Ungeimpfte, die mir gesagt haben, dass aufgrund der Nebenwirkungen sie heute das alles nicht nochmal machen würden. Ja? Und dass sie sich gewünscht hätten, zu mir gekommen zu sein, aber was nicht möglich war, weil sie woanders lebten. Ja. Ja, super. Ich will gar nicht viel sagen. Ich glaube, wir haben die Juristen heute genug gesagt. Und ich freue mich einfach für euch beiden, dass ihr jetzt wieder zusammen seid, Familienleben genießen könnt. Ihr habt da einiges nachzuholen. Und egal, was lauter jetzt, näher dran halten. Naja, egal, was wir jetzt hier alle sagen werden, das wird die beiden kaum interessieren. Wir wollen jetzt einfach wieder Spaß zusammen haben. Keine Einzelheiten. Manche Schachpartie liegt vielleicht unvollendet. Ne? Und ja, genießt jetzt euer Zusammenleben. Es gibt bestimmt besseres Essen als das in der Trauer. Verwöhnt euch ein bisschen. Und ich freue mich auch für eure Enkelkinder, die jetzt eben den Großvater wieder in die Arme schließen können. Und von mir selbst fällt natürlich jetzt auch ein riesen Ballast ab, weil ich habe ja auch bis zuletzt keine Gewissheit gehabt, ob du jetzt wirklich heute rauskommst. Ich habe auch allen gesagt, die mich gefragt haben, also ich selbst glaube mittlerweile auch erst dann daran, dass Heinrich frei ist, wenn er frei ist. Wenn ich hier stehe. Wenn du hier stehst, ja. Ne? Jetzt stehst du hier, das ist gut so. Jetzt glaube ich es. Ja, jetzt glaube ich es auch. Jetzt glaube ich. Und ich wünsche dir einfach ein schönes Leben in Freiheit. Die Menschen brauchen dich. Die Patienten lieben dich, die unterstützen dich. Ich glaube, du kannst auch sehr viel Gutes bewirken in deinem Leben. Und ich hoffe, du brauchst künftig keine Anwälte mehr. Ja, und dass du eben auch von der Justiz an Ruhe gelassen wirst. Ne? Alles Weitere ergibt sich dann. Ne? Wir beiden lieben. Ne? Danke. Alles Gute euch. Danke. Ne? So, Heinrich und Fatima, jetzt erstmal mit euch anstoßen auf die wiedergefundene Freiheit. Prost. Nein, das sind meine Freundinnen, Zwillinge und meine Freundinnen. Ich habe es eben schon angedeutet, ich danke unserem Schöpfer, dass wir hier stehen dürfen. Jetzt, dass Heinrich draußen ist, ich habe es auch erst, wie Wilfried eben gesagt hat, erst glaube ich das, wenn wir ihn hier vom Gericht sehen. Und heute sehen wir ihn vom Gericht. Wir haben noch gezittert heute Nachmittag, warum beraten die jetzt 2 Stunden oder 3 Stunden, was soll das? Das Urteil steht ja eigentlich schon fest. Aber es ist doch geschafft worden, es ist das Wunder vollbracht, dass wir heute mit dir und mit dir, Fatima, hier frei stehen. Ich glaube auch, das Gericht hat eine ganze Menge gelernt durch den Prozess. Wenn sich das auch nicht unbedingt jetzt im Urteil auswirkt, aber man sah schon nach den heutigen Plädoyers, dass da Nachdenken anfängt. Und das habe ich mir gewünscht. Wenn das heute der Anfang ist, dass sie nachdenken, dann haben wir viel erreicht mit dem Prozess. Und jetzt genießt eure Familie, eure Freiheit. Alles andere ist jetzt völlig zweitrangig. Das sehen wir dann. Halleluja! Meine Güte, guckt ja auch noch hin. So, Matthias! Das ist so lieb, ey! So, liebe Leute, hier ist die Polizei. Wir haben doch hier die Yeah.
Ich bin hier nur der Fahrer. Ich bin hier der Fahrer, wenn ich hier wegfahre, dann mal essen. Ich bin Zeuge, der Polizist hat ihn beschuldigt, er hätte die Umwelt verschmutzt und müsste seinen Ausweis sehen. Und das ist, finde ich, rechtswidrig. Der Zeuge hat den Motor angemacht, wollte wegfahren. Das ist einfach nur empfangen worden von Menschen, ja, die nur davon sind, sympathisieren. Und mehr hat der nicht gemacht. Also wenn Sie jetzt hier jemanden ansprechen wollen als Veranstalter, der war nicht der Veranstalter, aber der ist nur der. Ne? Ich habe jetzt nur gerade einen Anruf bekommen, Menschen sind in Angebot. Wiffenschmitz, viele Rechtsanwalter, Wahlvertrag, der wird auch jetzt zurückgegeben. Wir haben jetzt hier eine Ich habe ja schon den Wagen am Laufen gehabt, den musst du nur wieder ausmachen. Aber hast du den Ausweis wieder jetzt? Ja. Dann würde ich doch sagen, fahr doch los, mit welchem Grund halten Sie mich aus? Ein bisschen kürzer, immer den kleinsten reinschieben. Ja, los, komm, gehen wir alle mit. Ich würde auch jetzt einfach sagen, wir müssen einfach hier aufzuhalten. Und meine Bitte ist nur, also hier gibt es meiner Sicht nichts, was es rechtfertigt. Das soll, würde ich sagen, das ist doch gar nicht so, dass wir es nur haben. Da gibt es ja auch nichts. Nur, wir sind auf den Sachverhalt. Thomas! Aber dann schützen Sie doch die Spontanversammlung, ist doch Ihre Aufgabe. Also ich kann Ihnen nur versichern, ich bin vor Umzug weggegangen, da waren alle hier wirklich im Hungerstein. Pass auf, da war hier nichts auf der Fahrbahn. Ich weiß jetzt nicht, was danach passiert ist. Aber ich hoffe, Sie sind jetzt auf die Fahrbahn gekommen, weil Sie jetzt hier eigentlich angesprochen haben. Wir sprechen heute mit Leuten werden und wir wollen einen Sachverhalt aufklären. Also das haben wir jetzt geklärt. Das Fahrzeug kann fahren. Das Fahrzeug kann fahren. Hat der Herr Polizist gesagt. Dankeschön. Der Sachverhalt ist geklärt. Der Polizist hat gesagt, der Sachverhalt ist geklärt. Das Fahrzeug kann fahren. Versuch mal zu starten. Es ging jetzt so. Aber der kann hier nicht raus. Jetzt ging es echt nur schon mit Wasser. Oh, wir müssen mal aufpassen. Claudia, geh mal ein bisschen an die Seite. Nee, das wäre doch gut. Wenn jetzt uns anfährt. Ja, auf genau. Habt noch schönen Abend, ja? Danke.